Ja, hallihallo, da bin ich wieder am Start in Mafia 3 und ja, jetzt habe ich das nächste Gespräch hier. Sprich, ich muss mich um den nächsten Bereich, nämlich das Glücksspiel hier kümmern und muss mit Sweet Danny Little reden. Bin ich eigentlich mal gespannt, was der mir zu erzählen hat. Habe ich jetzt eigentlich noch hier eine Möglichkeit? Ja, habe ich hier. Irgendwie sinnfrei, ne? Also das Ende ist da, glaube ich, falsch drin. Aber okay, halte ich mich mal raus. So, als erstes, Moneten. Ja, Moneten habe ich. Also, Madame. Lass uns was von dem Bargeld ein. Dann hier. Wir sind gleich da. Und er muss auch Ich noch hätte hier kommen, in Soho für weil uns eine Lieferung gebraucht. Ich mache mich schon auf den Weg ich muss Moneten sichern. Du kannst dich nicht vor der Polizei verstecken. Nee, du verlierst das. So, sie ist weg. Hallöchen. Okay, jetzt ist es eine Munition. So, und rein in meinem Kampf-Jeep. Ja, am besten wäre da oben noch so eine doppelte Gatling-Gun oder sowas. Also so richtig abartig ausrasten hier. Ja, was mir auffällt, weil ich es gerade wieder das Symbol sehe, irgendwie mache ich gar nicht mehr die Überwachungs-Abhörgeschichten. Hat natürlich für mich dann den Nachteil, ich finde keine weiteren. Mittlerweile, ich will nicht sagen, nicht, dass ich da keinen Bock drauf habe, aber ich lasse das jetzt so ein bisschen weg, weil ich will nicht mehr. Also jeder, der sämtliche Errungenschaften haben möchte, der sollte natürlich die auch machen. Wie ich natürlich eigentlich auch, aber momentan fehlt mir da so ein bisschen die Lust und Laune. Ich würde mal sagen, ich darf nach oben gehen, weil das ist das Einzige, was hier noch scheinbar zu funktionieren tut. Genau, gut geraten. Ja, ach, guckst du mal an. Kennen wir uns? Du lernst mich gleich kennen. Hey, du bist doch Sweet Danny Little. Magst du Boxen? Bisschen. Es gibt Leute, die sagen, du hast das Zeug, ein Champion zu werden. Du hast bald diesen Kampf, richtig? Darum brauche ich deine Hilfe. Die Marcano-Typen haben so einen Kerl, heißt Two Dicks Peralta, hat ein Wettbüro in Wilcox Saloon. Er kommt beim Sparring zu mir und sagt, ich muss in Runde 5 K.O. gehen. Sonst? Und du dann? Hab gesagt, er kann mich mal. Am nächsten Tag bricht jemand meinem Bruder dreimal den Arm. Ist okay. So läuft das da. Two Dicks hat sich wohl sogar diesen Jungen geschnappt, Eddie Kenner. Schätze, den will aber eher für inoffizielle Kämpfe nehmen. Man kennt ja die Niggerkämpfe. Massig Kohle zu holen, wenn man weiß, wie die ausgehen. Fuck. Ich gehe mal zu Two Dicks Leuten. Vielleicht finde ich was über ihn heraus. Vielleicht finde ich ja sogar Eddie. Red doch mal mit Peraltas Leuten, wenn du wissen willst, was er plant. So Leute, sorry dafür. Mir ist gerade mein Controller mal wieder so ein bisschen aus der Hand gerutscht und deswegen habt ihr gerade noch das Geräusch gehört, so von wegen so lüp lüp. Muss mir mal so eine Handablage holen, also glaube ich, habe ich das Gefühl. So, dann gucken wir jetzt erstmal auf der Karte und das heißt hier oben hin gleich hin. Ist nicht so weit. So, sorry, kleiner Nieser meinerseits. Unglaublich. Hau ab hier. Los, komm. Jetzt geh. Genau, los. Dich kriege ich eh. Pass auf, Freundchen. Ich hab so eine Art Mini-Pan-Kampf. Junge, ist der gut. Der war nicht schlecht, mein Freund.
Ah, die, das habe ich da mal. Alles mitnehmen, was geht. So, komm. Haut doch mal aus dem Weg ab hier. Ich denke, ich habe keine Zeit für sowas. So, jetzt aber. Jetzt aber. Das deutlich bessere Auto, würde ich sagen. Jetzt habe ich ihn aber. Jetzt muss ich ihn nur noch richtig gut treffen und dann habe ich ihn. So eine richtig schöne Verfolgungsjagd. Schön altmodisch hier. Das kommt. Scheiße! Nein, keinen Schwung mehr drauf gehabt. Das ist ehrlich gesagt richtig nass gerade. Bin ich mal voll rübergehämmert und der kann noch weiterfahren? Was ist mit dem los? Ein halber Terminator oder was? Dich kriege ich. Scheiße! Ich bin schon drauf auf dem Hobel. Das hab hier, komm. Ich verliere zu viel Zeit damit. Mensch. Warum kann ich den komplett wegrammen, aber das passiert nichts? Nochmal unglaublich. Scheiße! Ach, jetzt weißt du nicht mehr wohin oder was? Kann es sein, dass mein Hobel ein bisschen was weg hat? Kette. Also irgendwie habe ich langsam... Nein! Ja, das ist auch lächerlich gerade. Ich habe voll Versaubeutel. Gott, ich krieg das hier nicht hin, ey. Ich bin echt ein bisschen zu dusselig. Jetzt geht's doch. Oh, endlich. Erzähl mir von Tudex Glücksspiel. Du bist tot und du merkst es nicht. Hat irgendeinen Nicker. Oh nee, ne? Ich kann euch zeigen, wo. Du unterstehst mir. Los. Nein. Warum bin ich nicht eingestiegen? Oh, ey, nach so einem fünfmal im Kreis fahren und ich krieg den Typen endlich, dann kommen die da an. Merde. Ist doch doof gerade. Mal wieder richtig doof gelaufen. Das habe ich meiner Frau gestern Abend auch gesagt. Keine Sorge, Mr. Clay. Wir halten den Namen hier am laufenden Geldwurm. Aber Glück gehabt. Befreie. Ja, das kriege ich hin. Ja,
komm. Ich bin zu Fuß unterwegs in der Innenstadt. Ich brauche eine neue Karre. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Wo kommt er denn? Da kommt er, glaube ich. Oh, auch ein nice Ding. Ja, wir sind okay. Vier Räder und ein Motor. Alles, was du brauchst. Ich weiß das zu schätzen. Wir sind die Typen da jetzt. Was ist das überhaupt? Alter Verwalter. Dann habe ich ja richtig mal eine Fahrt vor mir hier gleich. Alter, das steht übrigens mein Truck. Aber da ich jetzt irgendwie keine Lust drauf auf den. Da hätte ich wenigstens vernünftig driften hier. Ey, über 2 Kilometer muss ich da hinfahren. Heidewitzka. Den haben sie echt ins Outback verschleppt, damit sie den da ein bisschen bearbeiten können, habe ich das Gefühl. Also, hin da. Ja, gleich. Bestimmt hoffentlich mich wieder ein bisschen dämlich anstellen. So, du wolltest abbiegen, dann mach das mal. Nee, doch nicht. Das war ein bisschen zu euphorisch, würde ich sagen. Bin ich ein bisschen zu euphorisch. War das ein Aufprall gerade. Heidewitzka. Hi. Oh, nicht hingucken. Das war ein... Ah ja, das war heftig gerade. Wie das gescheppert hat, mein lieber Schwan. Gott, wo muss ich denn hier hin, Alter? Nur meine Motorhaube halbe hebt schon ab. Bin hier richtig hier im Outback, wa? Gott, tief im Bayou hier oder was? Aber holla die Waldfee, das ist mal richtig tief im Bayou hier. Oh. Ah, okay. Naja, bevor die Polizei jetzt rufen. Kannst du sicher sein? Vietnam ist es sicher nicht so langweilig. Du bist ja nicht willkommen. Was ist er denn? Deine Zeit ist um, Motherfucker! Hier drüben! Da bist du also! Scheiße! Halt auf deiner Seite! Hol mich hier raus! Ich gehe in Deckung! Ich brate sein Arsch im Feuer! Mach mal.
Wow. Wo hat der mich getroffen? Jungs gekillt. So, den Typen mache ich jetzt auch platt. Erstmal ganz easy hier Schloss geknackt. Nebenbei. Der Schwanzlutscher muss abgehauen sein. Scheiße, bleibt da drüben. So. Ja, hab ich mit den Typen platt gemacht. Liegt hier noch Muni rum? Ja, da hinten liegt noch ein bisschen Moneten rum. Geld kann ich ja immer gebrauchen. Aber das war's, ne? Das war's, Leute. Damit ist die Folge zu Ende. Ich habe die Typen platt gemacht. Die liegen alle nur verteilt. Ups, da liegt noch ein bisschen Geld rum. Wo liegt denn da noch Geld rum? Welchen Ding gekriegt? Ah, da noch. Ja, das nehme ich natürlich nochmal schnell mit, bevor ich mich mit ihm unterhalte. Das könnt ihr wissen. Noch eine Tür knacken. Oh Gott, nein. Ups. Und zack. So, mitnehmen. So, jetzt aber habe ich's. Da irgendwo noch Geld rum. So. Habe ich das übersehen? Ja, habe ich. Unglaublich. Jetzt endlich habe ich alles, was ich will. So, meine Damen und Herren. Und damit ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe mal, sie hat euch wie immer gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Und in diesem Sinne wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne.